Herzlich willkommen zurück zu einem Vlog. Wir haben heute Freitag. Ich hoffe, ihr seht mich durch die Sonne. Es ist so wunderbares Wetter, nicht zu warm, auch nicht zu mild. Jetzt hole ich Helena ab. Und dann gehen wir kurz nach Hause und dann müssen wir nochmal weg. Weil ich brauche dringend einen neuen Nudelholz. Und ich wünsche euch nun viel Spaß. Und vermisst du deine Sachen jetzt? Ja, meine Puppen. Die waren alle zu klein, gell, deine Sachen? Auch meine Puppen. Und da sind jetzt alte Spielsachen, die Helena nicht mehr spielt mittlerweile. Aber die trotzdem traurig, weil die Puppe jetzt weggibt. Das wollen wir dann die anderen Kindern spenden. Da steht immer im Rewe so eine Box und da können wir das Spielzeug spenden. Geht? Ja, das war Papas Wasser bis zum Urlaub. Wir hätten auch spenden können, für die Tiere, Lena. Aber zeig, was da alles drin ist. Da ist leer, die Kiste. Ich. Stell dich mal auf die Bank. Siehst du das? Tschüssi. Mach du Tschüss, ja? Mach du Lebwohl? Guck mal. Wir sind jetzt wieder zurück vom Einkaufen. Eine echte Schlange. Lena hat eine Schlange gekauft, da die ein bisschen traurig war, weil wir ein paar Spielzeuge gespendet haben. Da habe ich eine Aufmunterung, wollte unbedingt eine Schlange haben, eine so Art Gummischlange. Und jetzt da spielen die gerade die Katzen damit. Dann habe ich noch ein bisschen noch was gekauft im Megais. Das würde ich euch mit euch zusammen auspacken. Einmal Nudelholz. Was ich euch vorhin gesagt habe, dass wir so einen brauchen, weil wir morgen Flammkuchen machen wollen, deswegen brauchen wir ein Nudelholz. Ja, wir hatten kein Nudelholz da. Dann habe ich mir so eine Art ein Minispray gekauft. Das Geschmack ist Zitrone. Das ist fürs Bad, da wir ja noch keins haben ins Bad. Und das angenehm ist, wenn im Bad schön frisch riecht. Und da habe ich noch zwei kleine Flaschen noch nachgekauft, falls sie leer werden. Das ist halt im Orange. Nachfüllpack. Die waren gerade in Aktion, deswegen habe ich das zugegriffen. Ja, das hat Oma Jona und Oma Simone auch. Und dann habe ich noch einmal von Awek. Das ist Bruchwasser. Nee, du nicht. Ich finde das schön, wenn ich noch ein bisschen rumsprühen kann. Und dann riecht danach schön. Mehr habe ich nicht gekauft im Megais. Reicht auch. Ich muss dann nur in den nächsten Tagen, auf Deutsch gesagt, mal in DM gehen, weil ich dann eh noch ein paar Reinigungszeug brauche und da hole ich mir dann bestimmt mal ein paar Produkte von NYK oder NYK, keine Ahnung, wie das gesprochen wird. Ich verlinke nochmal. Guck mal, Mama, deine Schlange im Bett. Jetzt ist die Schlange im Bett. Und der Mack guckt schon skeptisch. Ja. Jetzt ruhen wir noch ein paar Minuten aus. Es ist doch warm geworden. Also, es soll irgendwie Wochenende soll regnen. Da bezweifle ich, weil es einfach zu warm ist. Schlange! Oh, ihr denkt auch, wir sind verrückt. Das ist kein echter Kummer. Wie gesagt, wir ruhen ein paar Minuten aus und dann muss ich Haushalt machen. Können wir noch ein paar Minuten kuscheln? Mit der Schlange? Nee, mit der Schlange nicht. Doch, die Schlange kommt in die Mitte. Nein, die Schlange kommt nicht hier ins Bett. Ich bin jetzt noch am Haushalt machen. Ich habe gerade Felix gesucht. Und wo war der? Der ist am Stuhl.
habe die Stühle hochgestellt und die Tische, weil ich ja saugen will. Und dann hat er dich gesummt. Das ist ein kleiner Knopf hier. Die Wäsche habe ich auch jetzt angesetzt und schon gewaschen und aufgehangen. Der Sonnenlicht hat die hier oben hingelegt zum Schlafen. Aber gleich hauen die Katzen eh ab, wenn ich Staubsauger anhabe, weil es ein bisschen zu laut ist. Guten Morgen, wir haben heute Samstag. Ich habe gerade mein Haar zusammen gemacht, weil ich gleich abwasche. Früh am Morgen, 10 vor 6. Wer wäscht denn da schon früh ab? Ich. Na, weil ich gleich zur Arbeit fahre. Also mit der Bahn. Und dann will ich vorher abwaschen. Also heute Nachmittag habe ich dann keine Lust mehr. Dann würde ich noch einkaufen müssen. Die Katzen essen auch gerade. Es ist gerade dunkel hier, weil ich ein schönes Licht an habe. So eine Energiesparlampe ist das. Und das mit Rot, deswegen sieht das so Art wie Puff aus. Jetzt wasche ich ab. Der Max ist auf der Jagd. Jule sitzt da. Jule. Jule. Max. Komm her. Da verschwindet der. Ja, was schön. Ja, mein Großer. Bis dahin ist noch keiner reingegangen. Jetzt ist der Felix der einzige Kater, der da reingeht. Was ist denn los? Was schimpft denn du rum? Jule. Was ist los? Jo. Hast du was zu schon meckern heute? Hm? Ein kleiner Ziegenbock. McDonald's und das ist schön.
mache ich jetzt Nutella-Eis. Dazu brauchen wir Nutella, 2 Esslöffel, Eis am Stiel, dass das reinkommt. Dann Naturjoghurt, Milch, Schlagsahne, Messbecher und Schneebesen. Jetzt Mama 200 Gramm Joghurt einkippen. Ich nehme mal Löffel, dass es noch besser rausgeht. Jetzt 200 Gramm Schlagsahne. Jetzt kommen 4 Esslöffel Nutella. Wir nehmen den Löffel jetzt. Ich 9 Löffel nehmen. So, jetzt Löffel 2. Schön voll machen. 3. 4. Und damit wird das Ganze verrührt. So sieht das Endergebnis aus. Riecht auch sehr gut. Und das wird das Ganze jetzt hier eingefüllt. So. Jetzt habe ich die 10 Becher voll gemacht. Das reicht für 10er. Deswegen habe ich nur 10 gemacht, weil sonst hätte ja nicht gereicht. Aber wenn man jetzt 12 haben will, muss man halt mehr machen. Jetzt nehme ich die Dinger, wird drauf gemacht. Das kommt in den Gefrierschrank rein. Wie lange? Das dauert 5 bis 6 Stunden, aber wir lassen es über Nacht. Das schmeckt am besten. Jetzt kommt das in den Kühlschrank. Am besten gerade stehen, sonst kann es passieren, dass es ausläuft. Mein Mann hat Arme Ritter gemacht, so sehen sie aus. Hat er dann Zucker mit Zimt drauf gemacht. Ich esse das nicht, ich esse dafür Zimt und Apfel, das war Müsli, Cappuccino und Weihrauch. Heute war Sonntag. Wir wollen jetzt selbstgemachte Flammkuchen backen oder kochen, wie auch immer. Für den Teig brauchen wir eine Schüssel, 2 Esslöffel Pflanzenöl, 120 ml lauwarmes Wasser, 240 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Salz und einen halben Löffel Zucker. Das ist Salz. Schreib dir dann dazu, was du da reingemacht hast. Oh, Stoffhauser. Jetzt kommt die Hände. Jetzt wird es noch in Kugel gemacht, dann wird es hingestellt im Raumtemperatur von einer halben Stunde. Jetzt machen wir die Zutaten, weil es jetzt auf Flammkuchen draufkommt. Als erstes machen wir mal Creme fraiche, 200 Gramm rein. Die Zwiebeln haben wir eben schon geschnitten. In Scheiben, dass sie gut aussehen.
Und zu den Creme Fraiche könnt ihr dann reinmachen, was ihr wollt. Wir haben für Pfeffer, Salz und Muskatnuss entschieden. Am besten mehr gewürzen, weil das zieht dann nämlich raus den Geschmack. Wir machen halt nach Geschmack rein. Erstmal noch Salz rein. Da ist der Max, da guckst du zu. Der ist immer in der Küche. Jetzt schön viel Pfeffer. Und jetzt kommt Muskatnuss rein. Und jetzt wird das Ganze verrührt. So sieht das aus. Jetzt guckst du bitte. Was machst du mit dem kleinen Finger? Dann kommt mein kleiner Finger zum Kosten. Und? Noch ein bisschen. Was? Salz. Und Muskatnuss. Pfeffer? Nee, das war ein bisschen zu viel Pfeffer schon für, ne? Stopp! Jetzt kostest du. Gut. Also unsere Soße ist fertig. Und natürlich Schinkenwürfel darf nicht vergessen werden auf den Flammkuchen. Eingeweicht. Jetzt haben wir Mehl drauf gemacht. Dafür haben wir auch die Woche auch Mütterholz gekauft, was ich euch erzählt habe, für den Flammkuchen. Der wird jetzt praktisch aufgerollert. Trick des Tages, über Nudelholz wickeln. Somit geht der Teig auch nicht kaputt. Aber jetzt ist es ein bisschen schwierig, weil wir jetzt schon aufgedreht haben. Aber wie ihr sehen könnt, funktioniert. Und so wird das Ganze drauf baschiert auf dem Blech. Das ist gar nicht so einfach. Aber ta-ta-ta-ta! Wir haben Schinken bekommen. Jetzt kommt der Creme Fraiche drauf. Nach jedem halt die Menge. Und das wird schön verteilt. Wir sind echt gespannt, wie das schmeckt. Das machen wir gerade zum ersten Mal selbstgemachte Flammkuchen. Ich zeige euch mal das Endergebnis dann. So, jetzt so sieht das aus und das wird jetzt in den Backofen geschoben. Ganz unten auf dem Boden wichtig für wie lange? 20, 25 Minuten. 20 bis 25 Minuten. Kommt auch an, wie schnell der Backofen aufheizt. So sieht das aus. Jetzt erstmal. Das war es jetzt auch mit dem Video. Ich weiß nicht, ich bin immer noch ein bisschen rot, obwohl heute die Sonne nicht geschienen hat. Immer noch Sonntag. Wenn euch das Vlog auch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben. Diesmal wird es wahrscheinlich länger sein, weil ich euch auch ein bisschen mitgenommen habe zum Essen vorbereiten und eigentlich euch gezeigt, wie Nutella geht im Eis oder Eis am Stiel. Wenn ihr irgendwelche Videoanfragen habt für die nächsten Monaten, lasst mich das gerne wissen. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns am Donnerstag wieder. Tschüss!